Herzlich willkommen bei Fit for Fun. Wir sind heute im Wilden Westen, genauer gesagt in Wyoming auf der Kara Creek Ranch. Und wenn Sie jetzt an Erholung denken, liegen Sie völlig falsch. Denn die Kara Creek Ranch ist eine Working Ranch. Das heißt, hierher kommen gestresste Manager oder zivilisationsmüde Großstädter, um auch in ihrem Urlaub kräftig mit anzupacken und dabei zu entspannen. Heute werde ich mal herausfinden, ob ich nicht auch das Zeug zu einem echten Cowgirl habe. Hey! Nandini will ein echtes Cowgirl werden. Dazu gehört trinken wie der Teufel, reiten wie der Wind und natürlich bei der täglichen harten und gefährlichen Arbeit ein ruhiges Händchen beweisen. Fit for Fun ist im wilden, wilden Westen und der beste Freund eines Cowboys ist natürlich sein Pferd. Mein bester Freund heute ist allerdings Max. Hi Max. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Max ist ein echter Cowboy. Er ist ein Wrangler hier auf der Kara Creek Ranch und wird mir beibringen, wie man zu einem Cowgirl wird. Max. Also, was muss ich zuerst lernen, um ein echtes Cowgirl zu werden? Zuerst musst du lernen, dieses Ding zu reiten. Dieses Ding? Alles klar. Western-Style, oder? Ja, Western-Style. Was heißt das genau? Zunächst ist das erst einmal ein anderer Sattel als der normale englische Sattel. Dieser hier ist für lange Tage auf dem Pferd gemacht. Auch die Pferde sind anders. Sie werden für die tägliche Arbeit auf der Ranch gezüchtet, hauptsächlich für den Umgang mit Rindern. Also, was muss ich jetzt genau machen? Stell deinen Fuß hier rein, halt dich hier fest und dann ziehst du dich hoch. Wann hast du das erste Mal auf einem Pferd gesessen? Oh, da war ich vielleicht 2 oder 3 Jahre alt. Und, was meinst du? Okay, es geht los. Der erste Ausritt. Max zeigt Nandini, wie endlos das Land der Kara Creek Ranch ist. Und alles ist echtes Cowboyland. Immerhin wurde nur ein paar Meilen von hier auch Kevin Costners Welterfolg, der mit dem Wolf tanzt, gedreht. Vielleicht mal ein bisschen schneller? Schneller? Was heißt schneller bei dir? Hektar groß ist die Kara Creek Ranch. Das Cowboy-Leben kennenlernen kann hier jeder. 2 Wochen Urlaub kosten gut 3.500 Mark. Dafür bekommt man das echte Ranch-Leben, wie man es aus keinem Western-Film kennt. Okay? Ja. Not too bad. Hey, das war gut. Ja, aber ziemlich schwer. Was jetzt kommt, ist noch etwas schwieriger. Du musst versuchen, den wilden Stier zu fangen. Klare Sache. Wer im Cowboy-Alltag bestehen will, muss natürlich ein Lasso werfen können. Und vor allem damit auch treffen. Bewährungsprobe für Nandini. Wer reiten und Lasso werfen kann, der ist auf der Kara Creek Ranch eine gern gesehene Hilfe beim Roundup, dem Zusammentreiben der Rinder, damit sie gebrannt werden können. Ist das nicht schmerzhaft für die Rinder? Das geht schnell, das tut ihnen nicht zu sehr weh. Und wie funktioniert das jetzt genau? Das funktioniert so. Max und John suchen im Coral Dust hier heraus, das gebrannt werden soll. Inzwischen werden die Eisen erhitzt. Doch der Stier sucht sich seinen eigenen Weg aus dem Coral. Da ist dann schon der ganze Cowboy gefragt. Jetzt kommt das eigentliche Brandmarken. Jeder Ranchbesitzer hat sein Zeichen und nur er drückt den Tieren das Zeichen ins Fell. Zurück zur Kara Creek Ranch. Natürlich gibt es hier wie im ganzen Wilden Westen Ecken, die nicht ganz ungefährlich sind. Und Max und Nandini sind unbewaffnet.
Oh, Max, sieh mal dort. Doch Max hat in Cowboy-Manier die Situation sofort erfasst. Keine Gefahr. Bei den vermeintlichen Outlaws handelt es sich lediglich um Monty, den Besitzer der Kara Creek Ranch, dessen Tochter Cassie und Cowboy John, die auf ihrem Land nach dem Rechten sehen. Hallo. Hi. Nandini. Nandini, das ist Monty. Er wird dir Schießen beibringen. Okay, Nandini, das hier ist der Platz, an dem wir immer Schießen üben. Und was für ein Gewehr ist das? Eine Winchester. Und braucht man die hier im täglichen Leben? Nein, nur gelegentlich zu Banküberfällen. Nandini lernt schnell. Schließlich ist Schießen im Wilden Westen auch überlebensnotwendig. Möchtest du auch noch Pistolen schießen lernen? Na klar. Okay. Selbstverständlich gehört zu einem echten Cowgirl eine Pistole. Unten ohne klettert hier doch kein Mensch auf sein Pferd. Nandini beherrscht auch die Pistole bald perfekt. Nur mit den Kunststücken, da hapert es noch ein wenig. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Könnte ich wohl als Cowgirl bestehen? Klar, kannst morgen hier anfangen. Na prima. Ich verabschiede mich aus dem wilden, wilden Westen. Das war's bei Fit for Fun für heute. Nächste Woche werde ich sehen, ob ich einiges von dem, was ich hier gelernt habe, auch anwenden kann. Denn dann bin ich bei dem größten Outdoor-Rodeo der Welt in Cheyenne. Bis dahin, ich hoffe, Sie haben noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Tschüss.